Hi, Gerald von Gerald Rams hier. Herzlich willkommen zu der nächsten Schlagzeugstunde. Heute erkläre ich dir das Lied Underdog von Alicia Keys in meiner Drumcover-Version. Das Lied ist circa im Tempo 90. Im Intro spielen wir hier zwei Viertelschläge auf die 2 und die 4, also 1, 2, 3, 4 im ersten Takt, im zweiten Takt 1, 2, 3, 4 und dann sozusagen ist das eine Sextole auf die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf der sechsten Schlag öffnen wir das Hi-Hat leicht und schließen es auf die nächste 1. Also 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 1. So könnte man es vielleicht zählen. Insgesamt diese Sextolenfigur erkläre ich dir ja auch gleich nochmal genauer. Das sieht in der Notation einfach komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Dann kommt eine Steigerung. 1, 2, 3 und 4 und im dritten Takt, also eine Viertel auf die 1, wie gesagt, getreten. Auf die 2 mit rechts auf einen Viertelschlag und 2 Achtelschläge 3 und 2 Achtelschläge 4 und. 1, 2, 3 und 4 und. Du kannst dabei auch ein bisschen lauter werden. Und auf die nächste 1 im vierten Takt lässt du das Hi-Hat quasi ausklingen. Schlägst eine Achtelnote auf die 1 mit rechts. Und dann kommt ein kleines Tom-Fill. Dieses Tom-Fill hört sich so an. Nochmal ein langsamer. Das heißt, wir haben auf die 1 einen 8-Schlag, Hi-Hat mit rechts.